Hey Jens hier, im heutigen Video stelle ich euch das vielleicht verrückteste Makroobjektiv vor, was jemals entwickelt wurde, die Lauer Periprobe oder auch das Lauer Periskopobjektiv. Hierbei handelt es sich um ein Upgrade der Lauer Probe, welche ich seit einigen Jahren benutze und das hat zum Glück auch Lauer festgestellt, weswegen sie mir das Upgrade, die Periprobe zum Testen zugesendet haben. Ich musste leider sehr, sehr lange warten, bis ich dieses Video machen konnte, denn die haben es mir schon letztes Jahr zugeschickt. Aber der Release ist erst heute und vorher konnte ich leider keine Informationen zu diesem neuen Secret-Objektiv rausgeben. Der größte Unterschied zur Probe ist, dass vorne ein Spiegel eingebaut ist. Das heißt, wir gucken im 90-Grad-Winkel von der Spitze, also seitlich. Und was ich persönlich auch richtig cool finde, ist, dass man das vordere Ende vom Objektiv drehen kann. Das heißt, wenn wir das Ganze auf dem Slider verwenden, können wir in einer Aufspannung verschiedenste Aufnahmen, verschiedene Winkel aufnehmen, indem wir einfach nur den vorderen Bereich vom Objektiv drehen und sind so extrem flexibel unterwegs, um möglichst viele Perspektiven mit einem Objektiv aufnehmen zu können. Die Vergrößerung vom Periskopobjektiv ist wieder 2:1, also wir können extrem nah ran, haben eine extrem hohe Vergrößerung. Gleiches gilt auch für die Blende F14 bis F40. Heißt, viel Lichtausbeute haben wir nicht, aber das Objektiv hat zum Glück wieder interne LEDs, welche im Vergleich zur Probe diesmal auch etwas stärker und großflächiger angeordnet sind, sodass wir vor allem im nahen Fokusbereich keine Probleme haben, rauschfrei bei Blende 22 unsere Aufnahmen zu machen. Ich habe in den letzten Wochen wirklich eine ganze Menge verschiedener Sachen mit diesem Objektiv aufgenommen. Ich war im Wald, ich habe in hohle Bäume reingefilmt. Was besonders gut funktioniert hat, war zum Beispiel, als ich das Innere eines Klaviers gefilmt habe, wo ich wirklich sehr, sehr spannende Kamerafahrten machen konnte. Vor allem, wenn man das Objektiv, während man geslidet ist, gleichzeitig noch rotiert hat. Solche Aufnahmen sind eigentlich nur mit einem 360-Grad-Objektiv möglich. Wobei ich nicht glaube, dass sowas irgendwann mal auf den Markt kommen wird, in dieser Größe mit eigener Beleuchtung für das Vollformat. Das Objektiv arbeitet genau wie sein Vorgänger mit externer Beleuchtung, also genau wie bei der Probe, braucht man eine Powerbank, um das Ganze, um die Szene sauber auszuleuchten. Völlig in Ordnung. Zur Bildqualität will ich jetzt erstmal nichts sagen. Ich hoffe, dafür werden die Aufnahmen, die wir uns gleich anschauen, für sich sprechen. Die Verarbeitungsqualität ist wieder sehr, sehr hochwertig. Komplettes Metallgehäuse. Es gibt auch wieder eine Cine-Variante, wenn man das Ganze mit Fokusmotor bedienen möchte. Sonst, wie ich, habe ich das meist eigentlich mit manuellem Fokus gemacht. Hat auch ganz gut funktioniert. Da ich verschiedenste Sachen mit dem Objektiv fotografiert und gefilmt habe, wird es auf jeden Fall auch noch einen Teil 2 und 3 geben, mit dann mehr Fokus auf die Fotografie. Heute gucken wir uns erstmal an, was man für tolle Kamerafahrten mit diesem Objektiv machen kann. So, ich denke, das reicht jetzt erstmal als Einstieg. Ich werde euch in der Videobeschreibung auch noch alle möglichen Informationen zu dem Objektiv verlinken. Dann schauen wir uns jetzt mal an, welche Aufnahmen bei den allerersten Versuchen mit der Periprobe rausgekommen sind. We'll be right back.
Ich hoffe, dir haben die Aufnahmen gefallen. Ich bin auf jeden Fall total begeistert von der Flexibilität und vor allen Dingen der Einzigartigkeit der Aufnahmen. Ich glaube, es gibt kein anderes Objektiv, mit dem man solche Kamerafahrten aufnehmen kann. Theoretisch vielleicht mit einer mikroskopisch kleinen 360-Grad-Kamera, wüsste ich aber nicht, dass die existiert. Schwer zu handeln, geniale Aufnahmen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.